Der Adi Vetter Cup 2017 geht an den VfR Foxtrupp. Zum ersten Mal holten die Grün-Weißen den begehrten Hallenfußballpokal nach Foxtrupp. Doch die Fans der Foxtrupper, sie mussten geduldig sein. Der Gegner im Finale, der SV Hellern. Beide Mannschaften warteten viel ab, wollten keine Fehler machen. Felix Zimmermann und Maximilian Gust, die Spieler mit den wohl meisten Ballkontakten im Finale. Ja, also ganz ehrlich, das Finale war nichts für die Zuschauer oder jetzt kein Leckerbissen zum Anschauen, aber hat mit vielem auch zu tun, dass man nicht den ersten Fehler machen will, dass beide Mannschaften taktisch einfach auf einem hohen Level auch gespielt haben. War vielleicht ein bisschen langweilig für die Zuschauer, aber uns ist das im Endeffekt auf Deutsch gesagt scheißegal, weil wir jetzt den Cup gewonnen haben und von daher, wir sind einfach nur überglücklich. Doch für Foxtrupps Cheftrainer Thomas Lüken ging die Abwartetaktik voll auf. Sag mal, das ist auch eigentlich unsere Stärke, dass wir eine gewisse Grundruhe haben, ne, und nicht blind drauf losrennen wollen und dann ausgekontert werden wollen, sondern das mit Bedacht machen, das haben wir gut gemacht. Das war jetzt auch nicht glücklich, das war richtig klasse gemacht und da freut man sich als Trainer natürlich ungemein. Ne? Nach 20 torlosen Minuten und nur wenigen Highlights das 9-Meter-Schießen. Ist halt schade, auch für die Gegner, ist dann leider enttäuschend, aber es gewinnt halt ein Team und ein Team verliert und wir waren halt die Glücklicheren. 3:1 gewann der VfR Foxtrupp das 9-Meter-Schießen. Doch die Foxtrupper realisierten das im ersten Moment gar nicht. Man hat es ja gesehen, wir waren ja schon fast zu blöd, dass wir überhaupt gejubelt haben, weil wir so angespannt waren, dass wir selber gar nicht mitgezählt haben. Und bis dann einer dann doch, Gott sei Dank, von euch, glaube ich, oder ein Stadionsprecher gesagt hat, komm, ihr habt das Ding. Aber dann haben wir es dann auch begriffen. Aber das zeigt, welche Anspannung da wirklich drin ist. Ne? Und das macht dann ja auch den Fußball und den Sport aus. Also klasse. Wir gratulieren dem VfR Foxtrupp zum Adi Vetter Cup 2017.